Professor Smart steht wieder einmal vor einer didaktischen Herausforderung. Er beklagt, dass er trotz gewissenhafter Vorbereitung seines Seminars das Gefühl hat, seine Studierenden würden die Lehrinhalte sehr unterschiedlich aufnehmen und verarbeiten. Am Ende entsteht ein sehr heterogenes Bild der entwickelten Kompetenzen bei den Studierenden. Eine Lösung für dieses Problem bietet das Blended Learning Konzept. Dabei wird das Lernen in und außerhalb der Präsenzveranstaltungen miteinander kombiniert. Das Lernen außerhalb der Präsenzveranstaltungen wird dabei durch E-Learning-Angebote umgesetzt, die orts- und zeitunabhängig, also zum Beispiel von zu Hause aus, genutzt werden können. Bei der Umsetzung des Blended Learning Konzepts sind verschiedene Variationen möglich. So kann beispielsweise das Verhältnis zwischen Präsenz- und Online-Phase je nach Bedarf angepasst werden. Auch die Abfolge der Präsenz- und Online-Phasen kann individuell gestaltet werden. Außerdem lassen sich Lernfortschrittskontrollen in Form von Online-Tests zur Aktivierung und besseren Selbsteinschätzung der Studierenden einbauen. Aber welche Vorteile bietet das Konzept des Blended Learning nun genau? Durch die Kombination von Präsenz- und Online-Lernphasen haben die Studierenden die Möglichkeit, das theoretisch Erlernte mittels vertiefenden Studiums der Inhalte zu festigen. Auf diese Weise erwerben sie neue Kompetenzen und erzielen bessere Lernerfolge. Außerdem lässt sich durch die Verlagerung des theoretischen Inputs in die Online-Phase die Zeit, die Lehrende und Studierende gemeinsam verbringen, effektiver nutzen. Statt Frontalunterricht kann in der Präsenzphase verstärkt auf Verständnisprobleme der Studierenden eingegangen werden. Die knappe und deswegen kostbare Zeit in den Präsenzphasen wird somit aufgewertet. Gleichzeitig erhalten die Studierenden mehr Autonomie, da sie ihr Lerntempo in den Online-Lernphasen selbst bestimmen können. Durch die effektivere Nutzung der Präsenzphasen und der individuellen Gestaltung der Online-Phasen können unterschiedliche Ausgangsbedingungen hinsichtlich der Kompetenzen der Studierenden ausgeglichen werden. Und die einmal erstellten E-Learning-Elemente können problemlos in anderen Lernszenarien wiederverwendet werden. Nun ein Beispiel. Professor Smart möchte die kostbare und begrenzte Zeit im Labor dafür nutzen, die Abläufe verschiedener Testverfahren praktisch einzuüben. Er möchte nicht mehr Zeit mit allgemeinen Erklärungen vergeuden als unbedingt nötig. Deshalb hat er sich für den Einsatz des Flipped Classroom, einer Variante des Blended Learning Konzepts, entschieden. Dazu hat Smart den theoretischen Teil in die Online-Lernphase verschoben. Konkret hat er seinen Studierenden die Arbeitsschritte und den Versuchsaufbau bereits in einem Online-Lernmodul im Vorfeld des Präsenztermins zur Verfügung gestellt. Die wesentlichen Inhalte wurden zudem mit unbenoteten Tests zur Lernfortschrittskontrolle abgefragt. Beim folgenden Präsenztermin im Labor können die Studierenden somit bereits nach einer kurzen Einweisung direkt mit der praktischen Arbeit beginnen. Auch für die Beantwortung von Verständnisfragen ist genügend Zeit vorhanden. Noch einmal zusammengefasst: Beim Blended Learning werden Präsenz- und Online-Lernphasen miteinander kombiniert. Durch das Zusammenspiel von Theorie und Praxis lassen sich die Inhalte gezielt vertiefen und die Studierenden erreichen bessere Lernerfolge. Die Präsenzphase wird aufgewertet, da hier nun mehr Zeit zum Austausch und Einüben bleibt. In der Online-Phase können die Studierenden ihr Lerntempo selbst bestimmen und erhalten mehr Autonomie im Lernprozess. Durch die effektivere Nutzung der Präsenz- und Online-Phasen können heterogene Prädispositionen ausgeglichen werden. Letztendlich können die entwickelten E-Learning-Module auch beliebig auf andere Lernszenarien übertragen werden. Sei wie Professor Smart. Sei super smart.